Welche Konsolen und Software waren im Zeitraum vom 9. bis zum 14. März 2015 in Deutschland besonders gefragt? Wir schauen uns mal wieder die Charts an. Im Vergleich zur Vorwoche haben alle Konsolen nachgelassen. Bei jeder gab es ein Minus zu verzeichnen. Besonders hart hat es PlayStation 4 und PlayStation 3 getroffen. 3DS und New 3DS bleiben vereint noch immer fünfstellig, dafür ist die Nintendo Wii jetzt erstmal zweistellig. Wie auch schon im letzten Charts-Video von mir prophezeit, jetzt also nur 81 Mal über die Ladentheken gegangen. Von den Platzierungen gibt es also keine Änderungen und wir werfen einen Blick in die Software-Charts. Es gibt in der Tat Neueinsteiger bei den Games, aber die haben keinen wirklichen Hype ausgelöst. Devil May Cry Definitive Edition ist erschienen, die Xbox One Version auf Platz 39 und die PS4 Version auf Platz 4. Für einen Newcomer ist es dann doch nicht so der Oberburner. Des Weiteren Assassin's Creed Rogue für den PC, satte und glatte 4100 Mal verkauft, also auf dem 8. Platz. Darunter sehen wir, dass jetzt auch die PlayStation 4 Version von Minecraft in den Top 10 ist. Ist um einiges gestiegen, war immer so auf Platz 19 wie in der Vorwoche, ist glaube ich billiger geworden und deswegen jetzt zweimal Minecraft in den Top 10. Wie lange sich das halten wird, mal sehen. Nicht vergessen, nächste Woche gibt es dann auch Mario Party 10 in den Charts, mal sehen, wie die sich so etablieren können. Denn in den Top 3, wir sehen zwar GTA 5 mal wieder an der Spitze, aber immerhin auf dem Siegertreppchen sind zwei Nintendo-Titel, Pokémon und Zelda bleiben Dauerkracher. Tja, GTA, also die Zahlen, die nackten Verkaufszahlen, haben sich ja nach unten korrigiert, nur noch 6015 Mal verkauft, aber trotzdem reicht es für Platz 1. Was ist denn da los? Hat man auch nicht alle Tage, dass der Spitzenreiter der Vorwoche, Dragon Ball Xenoverse, von 1 auf 7 fällt? Also hat sich zuvor auch schon zwei Wochen halten können auf der Pole Position und jetzt also runter bis auf den 7. Platz. Auch der zweitplatzierte hat einen ordentlichen Sturz kassieren müssen, The Order 1886. Und Evolve ist sogar vollkommen aus den Top 10 raus. Gut, was bedeutet das für die Nintendo Charts? Die besten drei bleiben dieselben, Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, Zelda Majora's Mask 3D und Monster Hunter 4 Ultimate belegen die Plätze 1, 2 und 3, Tomodachi Life hat sich 1 vorgeschoben und Smash Bros. Für 3DS eingeholt. Captain Toad hat sich wieder aus den Top 10 verabschiedet, dafür ist New Super Mario Bros. 2 wieder reingerückt. Der in meinen Augen nicht ganz so gute New Super Mario Bros. Teil, die anderen ein Stück besser. Aber das Thema war eben Münzen, Münzen, Münzen verkaufen und das hat Nintendo dann irgendwie auch geschafft. Nach dem Motto, wir produzieren New Super Mario Bros. 2, weil wir Kohle brauchen. Ja, und das Thema des Spiels, viel, viel Kohle. Also hat sich jetzt auch schon 135 Wochen in den Charts gehalten und jetzt auch wieder in den Top 10. Mal sehen, wie lange, wie gesagt, nächste Woche dann Mario Party 10. Ja, wir sind sehr gespannt, wie sich Mario Party 10 schlagen wird in den Software-Charts und in den Nintendo-Charts. Ich halte euch auf den Laufenden, also nicht verpassen, wieder einschalten. Daumen hoch, bis dann und ciao!